Ja, hallo liebe Leute, hier zu einer neuen Filmreview, diesmal von Netflix. Und zwar geht es heute um den Film Next Gen oder wie er hier zu Deutsch total, ja, zerschreddert wurde. Das Mädchen und ihr Roboter, nächste Generation, obwohl es hier gar keine nächste Generation gibt. Aber naja, was soll es? Worum geht's in dem Film? Also, erstmal im Voraus, schaut euch den Trailer an und ihr werdet erstmal so die Rahmenhandlung sehen, ein bisschen, die aber ein bisschen unter dem landet, wo ich den Film dann im Endeffekt auch sehe. Also, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, ja, okay, kannst du dir mal geben, aber. Who cares? Dann habe ich den Film aber eingeschaltet und war überrascht. Es geht um das Mädchen, wie ich es hier auf Wikipedia gesehen habe, May, die ihren Vater verloren hat. Der hat irgendwann die Familie verlassen aus Streitigkeiten mit der Mutter. Und ja, der einzige Freund, der ihr geblieben ist, ist ihr Hund Momo. Noch dazu kommt ein Hass gegenüber allen Robotern, weil die Mutter von May sich da ein bisschen so Trost versucht zu holen. Finde ich an dieser Stelle auch sehr spannend, die Geschichte. Dann werden wir erstmal in das dem Problemalltag von May geführt, also rebellisches Kind, fängt auch mit dem Song Rebellion Girl an. Sehr passend, wie ich finde, und sehr anders als normale Filme. Wobei ich sagen muss, das Pacing hier hat mich doch sehr stark an Pixar erinnert. Das vorweg, dazu kommen wir aber gleich nochmal, wenn wir mit dem Ganzen durch sind. Als nächstes kommt dann die Mutter, die uns herangeführt wird als Person, die total abgekapselt ist, die Zuflucht bei Robotern und so. Und dann kommt für mich überraschend, also oh, Steve Jobs. Es ist praktisch so dargestellt, als wäre es Steve Jobs oder Mark Zuckerberg. Sucht euch einen von den Jungs aus, ihr werdet euch an die erinnert fühlen. Die Gestik. Wer The Circle gesehen hat, mit Emma Watson und Tom Hanks, super Film, der wird auch diese Redensart hier genau so wiederfinden. Unglaublich spannend. Und am Anfang scheint alles noch normal. Dann sehen. Kommt aber ist dazu, dass May plötzlich in einen geheimen Zugang, was für ein Wunder, fällt und einen Roboter trifft. Und jetzt kommt die Geschichte ins Laufen, aber nicht, indem uns der Film einfach mit Action zuballert oder sonst was, wie es zum Beispiel im Trailer ist. Dass da sehr viel Action gezeigt wird, was aber im Endeffekt im Gesamtbild einfach ja wesentlich kleiner ist, auch wenn hier ein bisschen Screentime gegeben wird. Fand ich an der Stelle ein bisschen schade, dass hier der Fokus im Trailer ein bisschen anders war. Und ja, mehr möchte ich dann auch nicht spoilern an dieser Stelle, weil ab da wird der Film dann interessant. Wir haben hier lustige, liebevolle, süße Roboter, die zum Teil auch, ich muss es einfach sagen, Episode 1, wer die Droiden kennt oder aus der Tecto-Emo, so, ich glaube Episode 8 war es, auf jeden Fall 7, 8 dazwischen irgendwo angesiedelt ist mit Captain Phasma und den beiden Klonsoldaten.
Quatsch, Klonsoldaten, Stormtroopers aus der Order 66. Ne, die dann auch ein bisschen tollpatschig waren, die auch bei vielen YouTubern ja verarscht worden sind, in kleinen, super tollen Miniserien oder Minifilmen. Kommt hier auch wieder wunderbar zur Geltung. Hier ist ein wunderbarer Ton von Sarkasmus. Und hier muss ich dazu sagen, dieser Film ist im Kern nichts für Kinder. Denn dieser Film hat so viele melancholische Momente. Oder wenn der Roboter, der unser Held sein soll, unser Superheld, dazu kommt, der versteht dann zum Beispiel Momo, den Hund, und dieser Hund flucht verdammt viel, aber so witzig dabei. Es gibt im Film zum Beispiel einen Running Gag, da klemmt er seinen Kopf immer zwischen die Türleisten ein und bleibt dann stecken, und er rafft es einfach nicht. Es ist aber so fucking witzig. Also, super gemacht. Und zusammenfassend kann man sagen, wir haben hier Pixar, wir haben Superheldenfilme, wir haben ein bisschen Real Talk, Storytelling, was super funktioniert. Hier wird einfach das Beste vom Besten zusammengeschmissen und wird in einen Film gepackt. Dieser Film ist nicht zu lang, er kommt an keiner Stelle, wo er sagt, ey, hier zieht sich irgendwie was oder muss jetzt noch drückend reingemacht werden? Ich finde, dieser Film schaut sich einfach super runter. Er hat einen gewissen Anspruch, er erzählt eine gute Story, hat auch eine super Szene, wo dann der Roboter, der einfach nur mein Freund genannt wird von May später, erkennt, dass nicht immer Gewalt die Lösung ist, obwohl hier super viel in die Luft fliegt und super viel mit Waffen und was auch ein bisschen im Trailer schon verarscht wird. Super witzig. Will ich aber auch hier wieder nicht zu vorgreifen. Schaut euch den Trailer an, gebt euch den Film. Also ich war am Ende überrascht, überwältigt. Ich versuche mich hier gerade auch sammeln und das rauszusuchen, was ich für redenswert halte, aber nicht zu spoilermäßig dann vorgreift. Der Roboter hat mit einem Speicherproblem zu kämpfen im Laufe des Films und muss sich für Erinnerungen entscheiden. Und der Witz ist, er will es gar nicht, weil das ist die erste Person, die er gesehen hat, May. Und mit der ist er plötzlich total, fühlt er sich verbunden und er will diese Erinnerungen wahren und super niedlich. Und später trifft er dann folgeschwere Entscheidungen und auch das super toll in Szene gesetzt. Plot, also beziehungsweise das Ende vom Film, ist dann nicht mehr ganz so überraschend, wenn das Böse sich als Böses herauskristallisiert, der Endkampf gegen Roboter gegen Roboter kommt und alles over the top immer fetter wird und immer mehr Waffen und immer krasser. Aber es passt. Es ist das, was ich von vornherein gesagt bekomme, dieser Roboter kann das, der macht das und ist hat darin auch eigentlich seine Aufgabe. Aber es ist nicht primär für die Story. Und das finde ich so gut. Und am Ende, gerade diese Endszene, die dann kommt, wenn diese Entscheidung getroffen wurde und das Böse besiegt wurde, was dann passiert, ist auch wieder so menschlich. Richtig. Richtig guter Film. Kann ich jedem nur empfehlen, der ein bisschen, ja, affin für Animation oder Superheldenfilm
oder für gutes Storytelling ist, dieser Film hat alles. Also, wenn es hätte mich jetzt nicht noch überrascht, wenn da irgendwelche echten Schauspieler und alles, also wenn da irgend noch eine Wand aufgerissen worden wäre, es hätte so gut gepasst. Wenn sie es nur halbwegs gut erzählt hätten, dann. Aber so wie der Film ist, ich hätte ihm wahrscheinlich alles geglaubt. Ich hätte Spaß satt gehabt. Von daher, guckt euch diesen Film an. Next Gen. Das Mädchen mit dem Rob. Mit. Scheiße. Das Mädchen und ihr Roboter. Nächste Generation. Obwohl es eigentlich dieses nächste Generation nur auf den Anfang anspielt, dass hier eine Generation von Robotern ausgetauscht werden soll, wie es bei Apple mit den iPhones immer wieder ist. Ja. Gebt euch den Film. Mehr kann ich echt nicht sagen. Absolute Empfehlung. Super spaßig. Für einen Sonntagabendfilm, für einmal gucken. Oder auch ein zweites Mal, wenn ihr wirklich für sowas affin seid. Astreiner Film. Ach ja, und kleiner Hinweis noch in eigener Sache, bevor das Video jetzt hier endet. Ich weiß, ihr wollt gerne, dass ich Trailer-Material zeige, Bilder aus dem Film, wo ich genauer darauf eingehe, was wird hier gezeigt. Bei The Nun war das zum Beispiel unglaublich groß, dass mir auch von Freunden gesagt worden ist, ja, ey, bei der Szene so und so, wenn du da noch gezeigt hättest, wie das gemeint ist, was da passiert, wo ist dieser Punkt, den du da ansprichst, würde ich gerne machen. Leider würde mir dann jedes Video wahrscheinlich unter der Nase weggeclaimt werden, weil ich einfach keine Rechte an nichts habe. Ich bin so ein kleiner YouTuber. Und ja, bis ich dann die Rechte dafür habe oder gesagt werden kann, jo, hier, Strike ist aufgehoben, bin ich schon wieder mit dem Video aus der Relevanz raus und alles ist dann praktisch für den Arsch. Falls ich dann nochmal das daraus bekomme, das kommt ja noch dazu. Ja. Also, wenn ihr mich supporten wollt, Daumen nach oben, Kommentare, ne? Verbreitet meine Videos, denn somit komme ich an diese Sachen ran, somit wäre mir viel geholfen und ich wäre euch unglaublich dankbar dafür, wenn das klappen würde. Aber ich bin jetzt schon unglaublich dankbar, was manchmal unter meinen Videos passiert. Macht mich immer wieder sprachlos, wenn ich ehrlich bin. Dafür danke ich euch auf jeden Fall. Und damit ist dieses Video jetzt auch wirklich beendet. Ich bin euer Open Beta. Ich bin raus.